Dort, wo sich zwischen der Höhenkette des Vorgebirges und dem Siebengebirge das Rheintal zur Kölner Bucht erweitert, liegt Bonn. Vormals ein kleines Universitätsstädtchen, heute die Bundeshauptstadt mit zahlreichen eingemeindeten Nachbarorten. Das Parlamentsgebäude am Stromufer und das Abgeordnetenhochhaus, der sogenannte Lange Eugen, kennzeichnen das Regierungsviertel im Süden des Stadtkerns. Auf der gegenüberliegenden Beueler Rheinseite sind die früheren Landgemeinden Limperich, Küdinghofen, Ramersdorf und Oberkassel bald zu einer geschlossenen vorstädtischen Siedlung zusammengewachsen, die sich am Ausläufer des Siebengebirges entlangzieht. Im Bonner Stadtteil Küdinghofen haben sich manche Volksbräuche gehalten, die auf alte dörfliche Gemeinschaftsformen zurückgehen. So blieb das Geschehen um die Pfingsteierkrone für die Einwohner eines der festlichen Hauptereignisse im Jahreslauf. Am Dorfplatz, wo ein Birkenstämmchen als Maibaum aufgerichtet wurde, liegt die Gaststätte, die die Küdinghofener Junggesellen zum Vereinslokal bestimmt haben. Zwei Wochen vor Pfingsten treffen sich die ledigen Jungmänner und einige Maimädchen gegen Abend, um die Eier für die Pfingstkrone zu sammeln. An den Tagen zuvor wurden die Ortsbewohner mit Wurfzetteln, Plakaten und Zeitungsankündigungen auf die Eieraktion aufmerksam gemacht. Guten Abend, willkommen im Seelenverein. Eierhüter. Herrlich, Junge, komm her. So. Herrlich. So, danke schön. Vielen Dank. Bitte schön. Normalen Feingut. Die Junggesellen gehen mit ihren Sammelbehältern von Haus zu Haus. Sie haben die Straßen untereinander aufgeteilt, die bei diesem Rundgang bedacht werden sollen. Und da, wir vom Junggesellenverein möchten gerne Eier. Ich habe schon gesehen. Ja. Wir danken uns. Auf Wiedersehen. Für die Eierkrone, die zu Pfingsten neben dem Maibaum auf dem Dorfplatz aufgehängt werden soll, sind ausgeblasene Eier erforderlich. Fast in jedem Haus hält man die leeren Eierhülsen in größerer Anzahl für die Junggesellen bereit. Das ist doch Kinderkrone, Jörg. Das machen wir mehr. Die ausgeblasenen Hühnereier, von denen man einige tausend benötigt, werden quartierweise an mehreren Abenden zusammengetragen. Beim Eiersammeln beteiligt sich auch die Maikönigin gemeinsam mit dem für sie bestimmten Maikönig. Guten Tag, wir kommen Eier sammeln für die Eierkrone im Dorf. Oh, da haben sie auch viel gesammelt, ja. Lieber Mann. Wenn jeder so viel sammeln würde. Dann müssen wir jetzt den Gesellen fragen. Schütten so ruhig rein, so schnell den in den Kaffee. Ja, vielen Dank. So, danke schön. Tschüss. Das Königspaar der Junggesellen wird herkömmlich bei der Lehenversteigerung in der Nacht zum 1. Mai erkoren, wenn es gilt, alle jungen Mädchen für den Maiball als Lehen an den Mann zu bringen. Guten Tag, willkommen vom Junggesellenverein Eierhülsen sammeln für die Eierkrone im Dorf. Ja, Moment. Oh, das sind ja auch ein paar, oder? Besser als gar nichts. Das ist auch ein schöner. Vielen Dank. Dankeschön. Bitteschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Die besondere Ehre kommt den beiden zu, die bei der Versteigerung der Dorfschönen durch das höchste Geldgebot zusammenfinden. Hallo? Ja, Bruno. Mensch, was ist denn Wo wart ihr denn wieder? Ja, man sieht ja, die hat ja richtig gut. Wir wollen noch vom Dünsen in der Suppe. Die mit Eierhülsen gefüllten Sammelbehälter werden in der Gerätehalle eines landwirtschaftlichen Betriebs erwartet, wo die Junggesellen und Maibräute mit der Herstellung der Pfingstkrone begonnen haben.
Das starre Kronengerippe ist hier so aufgehängt, dass es von allen Seiten leicht erreicht werden kann. Es besteht aus rundgebogenen, unten vertikal auslaufenden Eisenbügeln, auf die man die Eierhülsen durch die Ein- und Ausblasöffnungen aufzieht. Das zehngliedrige eiserne Gestell hat einen Durchmesser von 1,20 Meter und ist mit weißer Farbe gestrichen. Ein Großteil der Eier kommt aus den örtlichen Bäckereien, von denen sie meist in ganzen Lagen geliefert werden. Damit die aufgereihten Hülsen nicht hinabrutschen, müssen die vollbestückten Bügel an den Enden mit Draht abgebunden werden. Beim Überstecken kann es geschehen, dass besonders dünnschalige Eier zerbrechen. Da die Schalen von gekochten Eiern und Spiegeleiern für den Verzehr zerstört werden, kommen solche Speisen in Küdinghofen nach Ostern nicht mehr auf den Tisch. Dieses Kronengestell wird seit 1964 benutzt und ähnelt einem früheren, das nach gängiger Meinung die deutsche Kaiserkrone darstellen sollte. Wie die Chronik berichtet, hat man die erste Eierkrone in Küdinghofen Pfingsten 1899 aufgehängt. Der Küdinghofener Junggesellenverein, der heute 15 Mitglieder zählt, wurde unter dem Beinamen Concordia bereits 1848 gegründet. Während eine Gruppe das Grundgerüst herrichtet, wird von zwei weiteren das dekorative Beiwerk vorbereitet. Die Ringe dienen als kranzartige Gehänge. Zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen den Bügeln und den Ringen braucht man außerdem eine größere Anzahl von Eierketten. Zur Herstellung der Ketten hat man am Ende eines steifen, nadelartigen Drahtstücks eine dünne Drahtschnur geknüpft, auf die man die Eier wie Perlen auffädeln kann. Zur Ausschmückung der Krone sind 70 solcher Ketten in verschiedener Länge vorgesehen, die man nach der Zahl der aufgereihten Eier bemisst. Von den beiden Ringen wird einer gebraucht, um die freihängenden Bügelenden unverrückbar miteinander zu verbinden und so das ganze Gestell zu versteifen. Da die Abstände von Stange zu Stange in der Rundung gleich groß sein müssen, kommt es auch hierbei auf genaue Abmessungen an. Die Eierhülsen auf dem Kranz werden so angeordnet, dass sich zwischen den 10 Ansatzpunkten des Kronenoberteils einheitlich 4 bzw. 5 Stück befinden. Wie für das Eiersammeln braucht man auch zum Zusammenbau mehr als eine Woche. In dieser Zeit kommen die Junggesellen und Maibräute nach der Berufsarbeit allabendlich zusammen, um das Gebilde mit den neu beigebrachten Bauelementen weiter zu vervollständigen. Das Plakat an der Wand in der Gerätehalle, das nicht nur im Bereich der Stadt Bonn für das Maifest in Küdinghofen wirbt, nennt den Pfingstmontag als eigentlichen Termin für die Krönung des Königspaares und den Maiball. Die Pfingsteierkrone muss jedoch schon Pfingstsamstag zum Hängeplatz in der Ortsmitte gebracht werden. Nee,
Das gemeinschaftliche Werk ist kurz zuvor bereits so weit fertiggestellt, dass nur noch einige Verschönerungsarbeiten bleiben. Dazu gehört das Anbringen der letzten Eierketten. Die längeren mit 54, 48, 44, 33, 27 und 12 aufgefädelten Hülsen sind schon mit jeweils 10 Stück girlandenartig in die äußere Wandung der Krone eingefügt. Nun bleiben nur noch die 10 Zehnerketten, die im Innern des kugelförmigen Gehäuses aufgehängt werden sollen. Während sich die Junggesellen um die letzten Eierketten kümmern, sind die Maimädchen dabei, die sogenannten Bänder herzurichten. Sie bestehen aus bunten Stoffflecken, die auf Schnüre gesteckt sind und von zwischengeschobenen Röhrchen auseinandergehalten werden. Als Einschiebsel verwandte man früher Strohhalme, die man, wie diese Trinkhalme aus Kunststoff, in gleichmäßige, halbfingerlange Abschnitte zerteilte. Auf dem Reifaden, für den man wegen der Haltbarkeit Angelschnur aus Nylon nimmt, wechseln Halmstücke und bunte Läppchen in regelmäßiger Folge. Die Stoffreste, die ebenfalls zurechtgeschnitten werden müssen, sollen möglichst vielfarbig sein. Wenn von den häuslichen Näharbeiten nicht genügend Flicken vorhanden sind, holt man sie sich bei der Schneiderin. Strohhalme, kannst du nicht mal die Kiste ausschütten? Ja, Moment. Wir gehen noch nicht lang, kommen alle zu Neid. Aber ich müsste aber reichen. Die Mitwirkung der Mädchen beim Bau der Eierkrone ist Teil der gegenseitigen Pflichten, die vor den Maipaaren in der Folge der Lehenversteigerung zu erfüllen sind. Jetzt wollte ich gerade von meiner Kette die Stoffkette nehmen. Wo ist denn deine Kette? Die liegt schon da vorne. Jeder Junggeselle, der als Maibräutigam eine Maibraut ersteigert hat, muss diese nicht nur als Tanzpartner zum Maiball begleiten. Er hat auch für den grünen Maibusch an ihrem Haus zu sorgen und ist gehalten, ihr an den Kommabenden regelrechte Anstandsbesuche abzustatten. Zwei Mann, dann kommen mehr Stoffen. Seid ihr fertig? Klar, ich hab schon viel. Die Damen revanchieren sich mit vorgeschriebenen Bewirtungen im Elternhaus und sie helfen ihren Partnern bei den Vorbereitungen für das Maifest. Danke. Schneid mal Strohhalme, oder? Ich glaube, der Stoff reicht. Die förmlichen Bindungen, die von der Maipolizei überwacht werden, enden in der Regel, wenn die Feiertage vorüber sind. Die Geldgebote für die ersteigerten Mädchen, die von den Junggesellen an die Vereinskasse zu zahlen sind, werden benötigt, um die Kosten des Maifestes zu bestreiten. Inzwischen sind auch die kurzen, zehngliedrigen Ketten bereit zum Einbinden. Sie werden einzeln in den Innenraum der kunstvollen Komposition aus Eierschalen hineingereicht, wo sich einer der Junggesellen zur Annahme auf einen Stuhl gestellt hat. Die gesamte Krone hat mit den unten angefügten Ringen und Gehängen eine Höhe von 2,50 Meter. Mit den letzten Eierketten gestaltet man zierliche Bögen in der Wölbung zwischen dem Rippengestänge. Da die Eier beim Ausblasen nicht sauber entleeren, sind Reste verblieben, die sich in der Wärme des Hallenraumes zersetzt haben. Die 4000 Hülsen, die hier zusammengebracht wurden, entwickeln daher den unangenehmen Geruch von faulen Eiern, der innerhalb der Krone besonders stark wirkt. Der üble Geruch verliert sich recht bald, wenn die Eierkrone Pfingstsamstag in der freien Luft aufgehängt wird. Bevor man mit dem Transport der Pfingstkrone zum Festplatz beginnt, werden die von den Maimädchen bereitgelegten Bänder hinzugenommen. Die bunten Schnüre, von denen 10 Stück vorhanden sind, entsprechen in ihrer Zahl den eisernen Bügeln, an die man sie im Oberteil von innen festbindet.
Einer aus der Mannschaft musste hierzu nochmals in den Hohlraum hineinkriechen, wo die Bewegungsmöglichkeit nun stark eingeschränkt ist. Die mit den Stoffläppchen verzierten Leinen haben eine Länge von 3,50 Meter, sodass sie ein gutes Stück über den Fuß des Gehäuses hinausreichen. Damit sie beim Transport nicht über die Straße schleifen, muss man sie später hochbinden. Die Lampe mit der roten Glühbirne wurde erstmals 1947 eingebaut. Seitdem ist die Eierkrone in Küdinghofen bei Dunkelheit von innen erleuchtet. Sie wird dort befestigt, wo sich die eisernen Bügel im Scheitel kreuzen. Das zugehörige Kabel zur Versorgung der Lampe mit elektrischem Strom ist gut 20 Meter lang, da es am Hängeplatz über die Straße hinweg in einem benachbarten Haus angeschlossen werden muss. Alles klar. Der Junggeselle, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, gehört zu den älteren Mitgliedern des Vereins, dessen Bestand sich durch das Ausscheiden verheirateter und durch den Zugang heranwachsender Jugendlicher ständig verändert. Er sorgt mit seinem Überlieferungswissen und der genauen Kenntnis des komplizierten Bauplans der Pfingstkrone für die sachkundige Fortführung des Brauchs. Mit der Kette aus bunt gefärbten Eiern, die er dem Kollegen übergibt, hat es eine besondere Bewandtnis. Sie wird so angebracht, dass sie in der Mitte der Krone senkrecht herabhängt. An ihrem Ende befestigt man später die aus Holz gefertigte Taube, das Sinnbild der Pfingstfeier. Mit dem Einbau der Eierkette für die Pfingsttaube findet die langwierige Arbeit ihren Abschluss. Jetzt am späten Samstagnachmittag wird es Zeit, die wohlgelungene Krone zum Festplatz zu bringen. Man befördert sie seit 15 Jahren mit einem Traktor, der mit einer Hebevorrichtung ausgerüstet ist. Früher musste das bis zu 3 Zentner schwere Gebilde von 8 kräftigen Junggesellen mit Hilfe von langen Stangen getragen werden. Wenn sie dabei nicht vorsichtig hantierten, konnte es zu beträchtlichem Bruch kommen. Eine beschädigte Eierkrone gilt heute noch als Blamage für die Ortsgemeinschaft, während eine besonders schöne und große manches Lob einbringt. Aus diesem Grunde wird das Wahrzeichen des Festes am Hängeplatz auch nachts bewacht. Es ist vorgekommen, dass Junggesellen aus Orten, die den Brauch ebenfalls kennen, Eierkronen in der Nachbarschaft heimsuchten. Das Entwenden der Pfingsttaube gehört bis heute zu den Begleiterscheinungen. So wurde die Taube der Küdinghofener Eierkrone im vergangenen Jahr von Junggesellen aus einem fremden Ort weggenommen. Dieses Jahr will man sich den Ersatz in einem der Nachbarorte beschaffen. Der Eierkronenbrauch gehört in einigen rechtsrheinischen Orten zwischen Bonn, Koblenz und im Unterwesterwald zu den besonderen Ereignissen des Jahres. Während die Bonner Ortschaften die Eierkrone als Mai- bzw. Pfingstbrauch kennen, hat sie in den Bereichen Koblenz und Unterwesterwald nur Bezug zur Kirmes. Auch im südöstlichen Teil des Bergischen Landes, etwa im oberen Brühltal, wo das Pfingsteiersingen verbreitet ist, spielt ein Eierbrauch zu Pfingsten eine besondere Rolle. Hier gehen die jungen Burschen am Vorabend von Haus zu Haus, um sich beim Vortragen von Ständchen rohe Eier und Speck für den gemeinschaftlichen Verzehr abzuholen. Im ganzen übrigen Rheinland wird der 1. Mai mit der Krönung des Maikönigspaares und dem Maiball als Frühlingsfest gefeiert. Der vorausgehende Begleiter trägt das Elektrokabel, das für den Stromanschluss gebraucht wird.
Auf dem Dorfplatz hat man unterdessen mit den Vorbereitungen zum Aufhängen der Pfingsteierkrone begonnen. Zwischen einem Haus auf der rechten und einem auf der linken Seite muss ein Drahtseil gespannt werden, das an einem Ende fest verankert ist. Das gegenüberliegende Ende muss mit einem Hilfstau bis in Giebelhöhe gezogen werden. In der Dachstube befindet sich eine stationäre Winde, mit der das Seil über dem Platz stramm gespannt werden kann. Der Hausherr, der diese Einrichtung bedient, führt den starken Draht durch eine Bohrung im Fensterbalken nach innen, wo er ihn zum Aufwickeln und Strammziehen mit dem Drehgerät verbinden wird. Nun braucht man die Eierkrone, die inzwischen angelangt ist, nur noch genau unter die Mitte des Drahtseils zu fahren. Das Seil wird so weit abgelassen, dass man sie von der Halterung am Hebearm des Traktors ohne weiteres auf den Spanndraht umhängen kann. Wenn einer der Junggesellen die Verbindung mit der eigens hierfür vorgesehenen Lasche am Drahtseil verschraubt hat, ist die Krone an ihrem endgültigen Platz gesichert. Nun braucht man nur noch das Stromkabel für die Lampe auszulegen. Damit es vom Wind nicht heruntergerissen werden kann, wickelt man das Kabel mit mehreren Windungen um den Spanndraht. Stück auf! Wenn die Eierkrone an dem leicht angespannten Drahtseil frei pendelt und wenn man die Halterung am Fahrzeug weggenommen hat, ist die schwierigste Arbeit getan. Die Eierkrone schwebt mit ihrem Behang immer noch knapp über dem Grund des Dorfplatzes. So kann man die zum Transport hochgebundenen bunten Schmuckbänder vorsichtig freimachen und in ihrer ganzen Länge herablassen. Statt des Maitags gilt in Küdinghofen Pfingsten als das eigentliche Frühlingsfest, das man mit dem Maiball feiert und das durch das Wahrzeichen der Eierkrone besonders hervorgehoben ist. Die Enden der mit Stoffläppchen besetzten Schnüre werden anschließend wieder aufgenommen und in Höhe des zweiten Eierkranzes angeknüpft, sodass sich unten am Kronenfuß girlandenartige Schleifen bilden. Bei so viel Sorgfalt und Mühe der Küdinghofener Junggesellen für ihre Eierkrone ist es verständlich, dass sie in den beiden Nächten, die bis zum Maifest am Pfingstmontag bleiben, verstärkte Wachen aufstellen. Sobald alle Schleifen gebunden sind, wird das Drahtseil aufgewunden, bis es sich stramm spannt.
Die Pfingsteierkrone hängt dann gut 6 Meter hoch über der Mitte des Festplatzes, der für die bevorstehenden Ereignisse noch hergerichtet werden muss. Das Maifest der Junggesellen am 2. Pfingsttag beginnt in Küdinghofen mit dem morgendlichen Kirchgang, einer Totenehrung und dem Frühschoppen. Um 14 Uhr schließt sich der Festzug an, wobei zunächst das alte und neue Königspaar abgeholt werden. Vor der Musik an der Spitze gehen die beiden Junggesellenvorsitzenden, gefolgt von dem Fähnrich mit der Schwenkfahne. Hinter den Spielleuten präsentieren sich die Junggesellen mit ihren Maibräuten, angeführt von den beiden Maikönigspaaren, dem Abtretenden, kenntlich an der Königskette, und dem Neuerkorenen, begleitet vom Gefolge des Hofstaates. Am Umgang durch den Ort beteiligen sich außerdem auswärtige Junggesellenvereine, die den Küdinghofenern als Gäste die Ehre erweisen. Es ist ungefähr 16 Uhr, wenn der Festzug am Platz mit der Pfingsteierkrone und dem Maibaum eintrifft. In dicht gedrängten Scharen haben sich hier Zuschauer aufgestellt, die an dem Geschehen teilnehmen wollen. Der reich mit Maiengrün geschmückten Erhöhung nehmen die Majestäten und deren Gefolge sowie die Chargierten der Junggesellen Aufstellung. Von hier oben werden auch die Ansprachen gehalten, die zum Zeremoniell der bevorstehenden Krönung gehören. Als erster wird der Vorsitzende des Junggesellenvereins über das diesjährige Fest und die Maibräuche in Küdinghofen reden. Meine lieben Küdinghofener Bürger, Freunde, alle hier erschienenen auswärtigen Junggesellenvereine, besonders begrüßt wird der Nachbarverein Ramesdorf. Liebe Gäste aus nah und fern, heute am Pfingstmontag des Jahres 1984 jährt sich zum 136. Male der Tag, an dem die Junggesellen des Junggesellenvereins Concordia Küdinghofen das Maifest feiern. Ein Maifest, das durch seine Symbole, den Maibaum und vor allem die Eierkrone, weit über die Grenzen Küdinghofens hinaus bekannt geworden ist. Der Sinn des Küdinghofener Maifests besteht in der Pflege eines uralten Brauchtums. Dieser besagt, dass sich alle Junggesellen des Ortes am Vorabend des 1. Mai zur Maihin-Versteigerung treffen. Und so war es auch in diesem Jahr. Vollzählig versammelte sich die Garde der Junggesellen, um traditionsgemäß im Stammlokal die Maihin-Versteigerung vorzunehmen. Alle Schönen des Dorfes zwischen 16 und 80 Jahre, die nicht verheiratet sind, wurde vom Auktionator Hels Mattes ausgeklopft. Der letzte Groschen fiel und der Auktionator schlug bei 5.248 zu. Wir hatten ein neues Maikönigspaar, Claudia die Zweite und Horst der Dritte. Und ich muss sagen, wir haben ein würdiges Maikönigspaar. Und als wir nach der Versteigerung mit Musik und dem Maibaum unserer neuen Maikönigin das erste Ständchen brachten, da gab es im Hause Bendorf kein Wenn oder Aber, alle waren willkommen und dafür möchte ich mich an der Stelle aller Küdinghofener Junggesellen den Dank aussprechen. Ja, nachdem die Claudia also sozusagen im Schlafe begriffen hatte, dass sie Maikönigin war, zogen wir weiter zu den beiden Gefolgsdamen, die bewaffnet mit Bier und Maibäume unsere Aufmachtung gemacht bekamen. Sollten wir unter der Last der Maibäume und der verkonsumierten Stärkungsmittel hier und dort Dachziegel oder Dachrinnen zerbrochen haben, möchte ich allen Eltern, die eine Tochter haben, zurufen, nehmt so etwas den Junggesellen nicht für übel. Denn als Schöneres als diesen alten Brauch und was Schöneres für ein Mädchen, als wenn es im Maimorgen ein Maibaum vor dem Fenster stehen hat, gibt es wohl nicht. Aber für die Junggesellen ist es nicht mit dem Aufstellen eines Maibaums getan. Denn wenn es gilt, ein Maifest vorzubereiten, dann nimmt die Arbeit kein Ende. Und so gilt mein Dank allen, die mitgeholfen haben, dass wir auch in diesem Jahr in Küdinghofen ein Maifest feiern können,
Denn in unserer Zeit bedarf es zur Feier des Maifestes einer tatkräftigen Mithilfe aller Bürger des Ortes, die ich hiermit aufrufe. Helft uns auch in Zukunft mit Rat und Tat in Königshofen den Maibrauch aufrechtzuerhalten. Mein Dank gilt allen Hausfrauen des Ortes, die unserer Bitte wieder das Ausblasen und Sammeln der Eierhülsen zu denken, auch in diesem Jahr entsprochen haben und so fast 4000 Eierhülsen gesammelt haben. Es sind unsere Königshofener Hausfrauen, aber auch die beiden Bäckereien Hildebrand und Brendebach, die in diesem Jahr auch durch das Sammeln der Eierhülsen helfen, eine so schöne Eierkrone zu schaffen. Es ist gerade die herrliche Eierkrone, ein Symbol der Fruchtbarkeit, die diesen alten Brauch der Feier des Maifestes, die gebührlichen Gepräge und seinem Höhepunkt einen würdigen Rahmen gibt. Dieser Höhepunkt ist die Verabschiedung des letztjährigen und die Krönung des neuen Maikönigspaares. Nachdem der Vorsitzende den Dank der Junggesellen an die Bürgerinnen und Bürger von Küdinghofen für die Mithilfe bei der Vorbereitung des Maifestes ausgesprochen hat, bittet er den Ortspfarrer, die Krönung des neuen Maikönigspaares vorzunehmen. Liebe Mitbürger in Küdinghofen, ich habe mich darüber gefreut, dass der Wolfgang vor ein paar Tagen zu mir kam, um zu erbitten, um die heutige Krönung hier in Küdinghofen vorzunehmen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass gerade an diesem heutigen Tag, wo hier dieses Maipaar vor uns steht und noch wo ein schönes Mädchen aus dem Hause von Bendorf, dass wir dieses schöne Mädchen heute ausrufen können als Maikönigin von Küdinghofen. Und ich möchte auch das alte Paar verabschieden, sodass ich jetzt die Zeichen von den Königswürde abnehmen und dem neuen Königspaar übergeben. Ich fange an, erst bei der Maikönigin und dann bei dem Maikönig. So wie es das gehört, Damen, vielen vor. Bei der Krönung werden die Insignien vom alten Königspaar auf das neue übertragen. Für die Königin ist dies das Diadem, das mit Haarklammern festgesteckt werden muss. Als Zeichen des Junggesellenkönigs gilt die Kette mit den Plaketten, die ihm der Geistliche um den Hals legt. In der Krönungsrede klang an, welch hohe Wertschätzung man in Küdinghofen dem Rang von Maikönigin und Maikönig entgegenbringt, die sich auch auf die betreffenden Familien erstreckt. Ich möchte mit mir zusammen mit unserem Junggesellenverein und auch die Mitbürger des Dorfes auf ein Stimmen ein. Das neue Maikönigspaar des Junggesellenvereins Concordia Küdinghofen lebe zum ersten Mal, oh! Zum zweiten Mal, oh! Und zum dritten Mal. Wie eng die Junggesellen in das Gemeinschaftsleben des Ortes eingebunden sind, kommt bei den anschließenden Glückwunschadressen des Bezirksbürgermeisters und der Vertreter der Bürgervereine zum Ausdruck. Liebes Maikönigspaar von 1984, liebes Maikönigspaar von 1983, verehrte Bürger von Küdinghofen, liebe Gäste, wenn wir heute an dieser Stelle bei herrlichem Sonnenschein dieses schöne Fest feiern, dann sprechen viele wieder von den alten Traditionen, die hier hochgehalten werden müssen. Ich darf nun dem alten und neuen Königspaar einen Blumenstrauß der Bezirksvertretung in Beul überreichen. Wir halten die Tradition von Beul hoch. In Beul sind die Stadtfarben blau und gelb. Und ich darf Sie bitten, mit mir einzustimmen, denn dreifach so hoch auf unser Maifest.
auf unsere Concordia und ganz besonders auf unser Maikönigspaar. Ein dreifaches Hoch zum ersten Male, zum zweiten Male und immer da. Nach der Gratulationskur folgt der eigentliche Initiationsakt der Krönungsfeierlichkeit. Der Tanz des neuen Maikönigspaares unter der Eierkrone. Das neue Maikönigspaar, den Tanz bitten unter der Eierkrone. Auch der Fähnrich verlässt das Podium, um sich zum Platz unter der Krone zu begeben. Hier treten drei Mitglieder des Junggesellenvereins hinzu, die an ihren schwarzen Anzügen kenntlich sind. Die Fahne wird an den vier Ecken wie ein Baldachin emporgehoben. Die Pfingsteierkrone hoch über dem ganzen Schauspiel ist nicht nur dekoratives Beiwerk. Als Wahrzeichen des Frühlingsfestes bewirkt sie für die Repräsentanten, die mit ihrem Tanz die Beziehung herstellen, eine Art von ritueller Bestätigung. Darf ich jetzt nun den Fähnrich bitten, zu Ehren des neuen Maikönigspaar das Fendel zu schwenken. Nach dem Tanz unter der Eierkrone wird dem Maikönigspaar die Huldigung des Junggesellenvereins mit einem Ehrenfähndelschwenken dargebracht. Die kunstvollen Schläge, Figuren und Würfe, die der Fähnrich zum sogenannten rheinischen Fähndelmarsch ausführt, werden im weiten Umkreis Bonns von den Junggesellenvereinen wettkampfmäßig geübt. Mit dem Fähndelschwenken endet die Krönungszeremonie unter der Pfingsteierkrone, die zugleich Auftakt für den anschließenden Maiball ist. Für das Tanzvergnügen, das früher neben der Kirmes zu den wenigen öffentlichen Veranstaltungen dieser Art gehörte, haben die Junggesellen ein Festzelt besorgt. Damit ist der Höhepunkt des Maifestes erreicht. Ich darf alle so recht herzlich einladen, in unserem Festzelt Platz zu nehmen. Für das neue Maikönigspaar, das beim Maiball residiert, ist dies die erste Amtshandlung. Zum Maifest im nächsten Jahr, wenn es bei der Lehenversteigerung wieder um das Höchstgebot geht, tritt eine andere Maibraut mit ihrem Junggesellenbräutigam an seine Stelle, die man ebenfalls unter der Pfingsteierkrone von Küdinghofen als Maikönigspaar intronisieren wird.